Ich bin jetzt hier mit Matthias Ekström. Gestern das Qualifying, Matthias, war ganz schön tough. Du startest heute in P8 im Rennen. Wie fühlst du dich damit? Sicher wäre es schöner, wenn wir in der ersten Reihe standen würden. Gestern war ich schon knapp im Qualifying und wir haben die 100. nicht auf unserer Seite gehabt. Auf der einen Seite ärgere ich mich schon, aber muss auch realist sein, dass wenn die Sache nicht optimal läuft, dann soll man auch damit realistisch zufrieden sein. Und es ist jetzt ja erst das dritte Rennen heute. Wenn wir zurückblicken, du hast einmal schon Pole geholt oder in Pole gestartet vielmehr und zweimal aus P8. Audi scheint in dieser Saison nicht ganz so fit zu sein gerade. Woran liegt das, glaubst du? Ja, im Allgemeinen in der neuen DTM ist alles sehr eng. Wie schon gesagt, ein Pole, zweimal Achter. Wir müssen uns verbessern, gar keine Frage, weil unsere Gegner, die schlafen überhaupt nicht. Sie sind hellwach, die wollen auch gewinnen. Und ich meine, die Ingenieure von Audi, die arbeiten sehr fleißig, die Teams auch und die Fahrer auch. Und Ziel ist, dass wir wieder ein bisschen mehr Pace finden für Qualify und auch im Rennen. Und Rennen, lass uns darüber jetzt sprechen, dein Ausblick, was erhoffst du dir? Letztes Jahr hast du ja in Brands Hatch hier den zweiten Platz gemacht. Ist das vielleicht ein gutes Omen? Sicher, hier ist sehr wichtig, einen guten Start zu haben. Ich hatte ein sehr gutes Gefühl am Start momentan. Ich hatte einen guten Rhythmus gefunden und hoffe, dass ich ein paar Plätze gut machen kann. Die erste Runde überleben und dann schnell genug sein und gute Strategie, schnelle Boxenstopps wie immer von dir ab, Jungs. Und dann hat man immer noch eine Chance, ein paar wichtige Punkte zu machen. Ja, dann drücken wir die Daumen. Vielen Dank, Matthias.